polnischer Knecht und eine polnische Magd mit ihren sieben Sachen. Die zogen im 19er Jahr an den Rhein, um dort ihr Glück zu machen. Das Glück, das war ein Dach überm Kopf, das war ein satter Bauch. Das war ein weiches Bett für die Nacht, eine Ziege im Stall war es auch. Der Knecht ging in die Kohle für Herrn Kommerzienrat. Die Magd wusch die Wäsche für Frau Kommerzienrat. So suchten sie ihr kleines Glück im neuen Heimatland und wurden dafür liebevoll die Pollaken genannt. Inmitten der goldenen 20er Jahre bekam der Knecht einen Brief. Der Brief war blau, was drin stand, das wusste er genau. Und seine Frau, die wurde ganz rund und sie bekam einen Sohn. Und den stolzen Vater sah man nach Stempelgeldschlange stehen. Aber das Leben, das muss ja bekanntlich irgendwie weitergehen. Ein polnischer Knecht und eine polnische Magd, die hatten einen Sohn. Der zog vom Rhein ins Polenland mit Trommeln und Kanonen. Zum Wohle der deutschen Industrie zog er weiter nach Osten. Millionen Tote, Millionen Krüppel, man ließ sich den Endsieg was kosten. Der Endsieg hat nicht stattgefunden, wie allgemein bekannt. Der Sohn kehrte zerschunden heim an den Rhein ins Trümmerland. Seine Eltern, die waren tot, das Haus, wo sie wohnten, lag in Schutt. Nur die Kellertreppe war noch zu sehen. Aber das Leben, das muss ja bekanntlich irgendwie weitergehen. Eines polnischen Knechtes und einer polnischen Magd. Der fand eine Arbeit und fand eine Frau und lernte auch wieder das Lachen und suchte im Wirtschaftswunderland sein kleines Glück zu machen. Das Glück, das war ein Dach überm Kopf, das war ein satter Bauch. Das war ein weiches Bett für die Nacht, ein Moped im Stall war es auch. Was abbezahlt war, erblickte unser Held Rudi Koslowski das Licht der Welt.